Sie wollen also Politiker werden. Nein. Warum haben Sie sich schon hier beworben? Ach so, das Nein war gelogen. Ich dachte, das macht man so als Politiker. Sie gefallen mir jetzt schon. Welche konkreten Ideen haben Sie für die Zukunft? Also mein Psychologe sagt, ich soll im Hier und Jetzt leben. Also ist Ihnen die Zukunft egal? Jo. Aus Ihnen wird ein großartiger Politiker. Was haben Sie gemacht, bevor Sie zur Politik wechseln wollten? Also ich war vorher arbeitslos. Um die Probleme der Unterschicht zu erleben und sie dann später zu lösen? Sehr vorbildlich. Nein, ich bin einfach nur faul. Das ist ja noch besser. Jo. Was sind Ihre politischen Ziele? Die Weltherrschaft. Das wird schwer. Okay, dann will ich 10.000 Euro netto. Ja, das kriegen wir hin. Super. Welche politischen Themen liegen Ihnen besonders am Herzen? Korruption und ja, das war's. Wie wollen Sie denn gegen Korruption vorgehen? Ich will nicht dagegen vorgehen, ich will, dass es so bleibt. Ach so, so war das gemeint. Ich mag Sie. Und ich liebe sie. Welche Rolle wollen Sie in unserer Partei spielen? Ich will eigentlich nur Geld verdienen. Was meinen Sie mit Rolle spielen? Wir müssen schon so tun, als würden wir arbeiten. Ach so, ja, solange ich nur so tun muss. Ja, keine Sorge. Gott sei Dank. Was halten Sie von der AfD? Die AfD ist eine Partei, die man mögen kann oder eben nicht. Und ich persönlich sage dazu Parmesan. Sie haben viel gesagt, aber gleichzeitig auch nichts. Ja. Sie sind genau der Richtige für diesen Job. Parmesan. Warum möchten Sie Politiker werden? Also ich kann gut lügen Sie und haben den Job. wollen Sie nicht erstmal mehr Fragen stellen? Tut mir leid, Ihre Antwort hat mich einfach nur sehr überzeugt, aber machen wir weiter. Okay. Wie würden Sie politische Entscheidungen treffen? Ich würde eine Münze werfen. Also komplett unbedacht und verantwortungslos? Ja. Genauso machen wir das auch, sehr gut. Hier bin ich richtig. Wie möchten Sie die Beziehung mit anderen Ländern stärken? Also ich würde mit ihnen schlafen. So macht man das aber nicht. Also ich weiß nicht, ob mir der Job dann noch gefällt. Machen wir erstmal weiter. Na gut. Wie können Sie die Interessen der Bürger vertreten? Ich würde die Bürger fragen, was sie wollen, und dann würde ich genau das Gegenteil tun. Das ist nicht sehr innovativ. So machen wir das nämlich schon die ganze Zeit. Never change a running system. Gutes Argument. Jo. Haben Sie schon Erfahrung in der Politik? Nein, aber ich habe viel von meiner Frau gelernt. Ach, Ihre Frau ist auch in der Politik. Nein, aber sie redet sehr viel und 99% davon ergibt keinen Sinn. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Sie kann sich auch gerne bewerben. Okay, ich gebe ihr Bescheid. Wie würden Sie die Bürger von Ihnen überzeugen? Mit falschen Wahlversprechen zum Beispiel. Dann würden Sie doch Ihre Bürger anlügen. Jo. Ich liebe Sie. Wie bitte? Ich meine, Sie haben den Job. Oh.